Zuschauer und herzlich willkommen zu den Kurznachrichten 14.05. Die Medien titeln: erste große Demonstration im Ahrtal. Ja, 12. Mai, 16 Uhr ging's los. Mit einem großen Protestmarsch anlässlich der Situation im Flutgebiet. Naja, jetzt fast 10 Monate nach der Flutkatastrophe sind viele Betroffene wütend darüber, dass die zugesagte unbürokratische Hilfe nur schleppend ankommt. Bei dieser Jahrhundertkatastrophe wurde über 9000 Gebäude zerstört. 2200 Anträge auf Wiederaufbau wurde in den letzten 9 Monaten gestellt. Und davon wurde bis jetzt aber nur 800 genehmigt. Ich weiß ja nicht, was sich unsere Regierung unter unbürokratisch vorstellt. Wahrscheinlich, dass die Anträge nur 200 Seiten haben, statt 500. Was mich mal interessieren wird, ist, ob die Ukraine auch Anträge stellen muss. Und ob die auch so lange brauche in der Bearbeitung. Also ihr liebe Leid, ich glaub's nicht. Denn mittlerweile bin ich der Überzeugung, dass von uns sogar Länder Geld kriege, die das eigentlich gar nicht wollte. Sind doch oft die Gelder, die von Deutschland gezahlt werden, an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Wie zum Beispiel Maßnahmen gegen den Klimawandel. Doch mittlerweile hat sich's ja schon rumgesprochen, dass man sich an diese Vorlage gar nicht so wirklich halten muss. Scheint's doch unmöglich, genau zu kontrollieren, für was die Gelder dann tatsächlich benutzt werden. Und das gilt besonders bei der Kompetenz, die sich bei uns in der Regierung widerspiegelt. Könnte man doch manchmal den Eindruck gewinnen, dass es denn scheißegal ist, was mit dem Geld passiert. Ist doch die Hauptprämisse bereits erfüllt, dass das Geld kein Deutscher kriegt. So fließen die Milliardenbeträge ins Ausland und das ganz ohne Anträge und Genehmigungen. Auf den Trichter sind jetzt wahrscheinlich die Ahrtaler auch komme und denke sich, nach 9 Monaten wird's mal Zeit, dass wir auf die Straße gehen. Haben sie doch brav bei der Wahl noch die Altpartei gewählt. Diesen Verschwörungstheorie, dass unserer Regierung die eigenen Leute nichts wert sind, nicht geglaubt. Doch so wie es jetzt aussieht, scheint sich die Wahrnehmung der Ahrtaler der Realität anzunähern. Naja, da wollen wir mal hoffen, dass noch ein bisschen Geld da ist. Die Mehrheit der Deutschen verlangt laut Bild den Rücktritt unserer Verteidigungsministerin, der Frau Lambrecht. Grund dafür sei die Affäre mit dem Urlaubsflug. Ihr wisst ja, das mit ihrem Sohn. Ist schon komisch, oder nicht? Dass die Deutsche sich daran störe. Ist doch so ein läppischer Urlaubsflug im Vergleich zu dem, was unser Kanzler auf dem Kerbholz hat, eigentlich lächerlich. Und auch die Skandale um die Baerbock oder der Habeck und die viele andere, die ich jetzt nicht erwähnen kann, da mein Video dann so lang werden wird, dass YouTube für die schöne Katze-Videos keinen Platz mehr hätte. Aber auch in der Personalie Lambrecht hätte es schon mehr wie 20 Gründe gehabt, dass die Madame zurücktritt. Eigentlich war es schon mehr wie lachhaft, dass dies überhaupt geworden ist. Aber auch der Umstand trifft eigentlich auf jedes Regierungsmitglied zu. Denn sind wir doch mal ehrlich, die ganze Bagage kann man doch nur mit dem volksoffenen Kopf ertragen. Es ist doch nicht bloß die korrupte Ader, die sie haben. Ihre Inkompetenz, ihre vollkommen realitätsfremde, ideologisch gesteuerte Meinung. Haben sie doch alle geschworen, dass sie Schade von unserem Land abwenden wolle und mach genau das Gegenteil. Und das, wie mir scheint, in voller Absicht. So wäre es nicht mehr wie recht, dass unsere ganze Regierung zurücktritt. Aber so wie es aussieht, will das unser Volk nicht. Ist man doch so zufrieden mit der Frau Baerbock und dem Herr Habeck. Und natürlich auch mit dem Herr Özdemir. Und selbstverständlich auch mit dem Herrn Scholz. Zumindest in der Umfrage sieht's gut für sie aus. Auch wenn die Umfrage sich dann manchmal nicht so dicke mit der Realität. Ich meine, wenn dann bei der Wahlveranstaltung die Eier fliegen. Bei der Frau Lambrecht sind ja noch keine Eier geflogen und trotzdem wolle die Deutsche, dass er zurücktritt. Vielleicht sind ja die fliegenden Eier ein Zeichen der Anerkennung und des Respekts, eine Bestätigung für die gute Arbeit. So werde wahrscheinlich auch die gerufene Parole, wie zum Beispiel Hau ab, von uns falsch gedeutet. Ist es doch nur eine originelle Aufforderung, dass der Politiker endlich die Bühne verlässt und weiter seine gute Arbeit erledigt. So, und jetzt zum Schluss will ich mich noch kurz mit dieser Witzveranstaltung beschäftigen, die heute Abend stattfindet. Der Eurovision Song Contest, kurz ESC. Prinzipiell finde ich das ja in Ordnung, wenn Länder mit ihrer Songs gegeneinander antreten, immer noch besser wie mit Waffe. Gab's doch unsere europäischen Nachbarn immer wieder die Gelegenheit zu zeigen, was sie von uns wirklich halte. Ich sag nur Zero Points.
Gut, es mag auch an den Songs liegen, die wir da als ins Rennen schicken. Oder halt einfach die Tatsache, dass man sich fürs falsche Konzept entschieden hat. Denn was hat man schon entgegenzusetzen, wenn eine Frau Wurscht mit Vollbart auf der Bühne trällert? So gilt's bei diesem ESC schon fast als sicher, dass die Ukraine gewinnt. Ja, unser Kandidat ist auch der Meinung, dass die gewinne. Ja, er wünscht sich sogar, dass die Ukraine gewinnt. Also aus dem wird bestimmt was. So wie der sich jetzt schon anbietet, kann das ja nur ein erfolgreicher Künstler werden. So werden wir heute Abend wahrscheinlich eine reine Propagandasendung sehen, die sich hauptsächlich mit dem Krieg, dem Elend in der Ukraine beschäftigt. Das ist genau der Grund, warum ich das heute Abend auch nicht guck. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. So, ihr liebe Leid, das war's jetzt wieder für heute. Ach, was bin ich immer froh, wenn ihr mal Videos so eifrig gucken tut und auch so schöne Kommentare schreibt. Dafür sage ich euch recht herzlichen Dank. Bei der Gelegenheit wollte ich euch noch sagen, dass mir es überhaupt nichts ausmacht, wenn ihr mal Videos teilt. Über Facebook, Telegram und so weiter. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es doch bitte. Und vergesst bitte nicht, die Bimmelglocke zu aktivieren, denn nur dann kriegt ihr Informationen, wenn ich ein neues Video online gestellt habe. Wenn ihr mich mit einer Spende unterstützen wollt, dann findet ihr in der Beschreibung ein paar Möglichkeiten dazu. Das Geld verwende ich dann, um mir neue Hardware zu kaufen. Da gäbe es nämlich einige Sachen, die ich wirklich gut gebrauchen könnte, um mal Videos in besserer Qualität und vor allem schneller zu produzieren. Bitte seid mir nicht böse, wenn ich euch so direkt anbettel. Aber es ist ja für eine gute Sache. So, das war's jetzt aber wirklich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video.